Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, romantischen, geilen Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet einen geilen Tag, denn jetzt, mir geht's auch ziemlich gut, muss ich sagen. Obwohl ich gerade im Fitnessstudio war, ich war am Kreuzheben. Ja, hey, holy shit, ich gehe ins Fitnessstudio. Und da musste ich nämlich feststellen, dass der neue Trailer für Neko, der neue Champion, raus ist. Es war ja für heute so ein bisschen angekündigt. Viele warten schon auf diesen Champion und ich muss sagen, hätte ich ein Live-Reaction-Reaktionsvideo auf diesem Champion gemacht, gerade im Fitnessstudio, also ich hatte wirklich das Glänzen in den Augen. Holy shit, ne? Der Champion hat mir nicht nur optisch zugesagt, ja, also sieht schon ziemlich wie so eine Powerfrau aus, so ein bisschen, so eine süße Powerfrau, könnte man sagen. Naja, und das liegt jetzt nicht daran, dass sie sehr, sehr freizügig ist. Ich zensiere das Ganze, Dekolleté hier auch so ein bisschen. Naja, auch die Spells von diesem Champion sehen sehr, sehr cool aus und mit über diese möchte ich gerne mit euch reden. Das heißt, ich werde euch sie kurz erklären, dann können wir danach am Ende auch gerne drüber diskutieren. Ich warte in meinem Video immer, also der Trailer ist schon ein bisschen raus, aber ich warte immer so ein bisschen, bis wirklich alles da ist, damit man eine Grundlage hat. Das heißt, Neko ist ein Chamäleon-Mensch, Frau, Mädchen oder irgendwie sowas. Und sie hier rechts im Bilde hat als passive Fertigkeit, ja, sie kann einfach jemanden, einen Verbündeten nachahmen. Das heißt, wir haben hier zwei Ezreals. Das Interessante hierbei ist natürlich, oder was heißt interessant, aber ne, es passiert erstmal so relativ wenig. Das heißt, es kann sein, dass das PBE ist, ne, sie ändert einfach, zack. Vielleicht wird das aber auch noch geändert mit der Zeit, dass dann eine Rauchwolke kommt oder irgendwie sowas. Aber wahrscheinlich ist es besser, wenn es einfach so bleibt, wie es ist, ne? Ja, das ist schon mal ihre Passive. Sollte sie Schaden erleiden oder Spells benutzen, beziehungsweise ihre Q oder E, dann wird ihre Verkleidung, sage ich einfach mal, aufgelöst, ja? Also, greift ihn an, zack, vorbei. Weiter geht's mit der Q. Die Q ist ein interessanter Spell, denn sie wirft so eine, ja, holy shit, das war's schon, Leute. Ja, das war ihre Q. Verrückt, kann man sagen. Wie funktioniert das Ganze? Sie wirft so eine Blumensaat-Ding und sollte dabei ein Champion sterben, blüht das Ding erneut auf. Oder ein Minion, ne? Zack, bap, bap, dann blüht es zweimal erneut auf. Also, anders erklärt. Ich bin noch ein bisschen aufgedreht, I'm sorry. Wenn sie einen Minion dabei tötet, dann blüht es zweimal erneut auf und beim Champion, also einfach nur Champion treffen, dann auch. Ja, so, das heißt, wenn sie nur Minion wie ganz am Anfang einmal mit Q trifft, ohne es zu töten, dann blüht es nicht erneut auf. Hier seht ihr auch gegen Champions erneut. Ist interessant. Gebe ich gleich meinen Senf dazu. Gehen wir weiter zu der W. Shape Splitter heißt dieser Spell. Dieser Spell hat eine Active und eine Passive. Die Passive, fangen wir erstmal an, ist relativ so mit Gnar zu vergleichen. Oder auch Nah, ne, wie man gerne sagt. Und zwar, jeder dritte Basic Attack macht spirituelle Energie und so weiter Magic Damage. Bonus Magic Damage. Außerdem bekommt sie zusätzlich ganz kurze Zeit zusätzliches Movement Speed. Also ist im Prinzip genau dasselbe wie Nah, nur dass es wahrscheinlich kein prozentualer Schaden ist wie bei Nah, sondern einfach Magic Damage. Und ja, man muss sagen, es ist wieder bei 3, aber 3 ist halt einfach die magische Zahl, egal wo. Ja, wenn du irgendwo guckst, in irgendwelche Filme, irgendwelche Serien, ist halt einmal direkt bei First Try ist kacke. Beim Second Try, da ist auch nicht genug Spannung dabei. Ne? Beim dritten Try, das ist halt einfach so. Und deswegen hier wieder 3. Dann kommen wir zu Active und die Active ist so, dass sie sich splittet. Beziehungsweise sie wird ganz kurz unsichtbar und dann kann sie einen Klon von sich in eine Richtung schicken. Ja, das heißt, sie schickt ihn jetzt nach dahin, zack, und jetzt laufen zwei von diesen Dingern in eine Richtung. Das ist quasi ihre Fertigkeit. Und das Ganze funktioniert auch, ja, hier unten steht eine Karma im Busch, sie nimmt jetzt die Form von Karma an, läuft hier und kann auch mit dieser Form einen Klon entsenden. Sie kriegt dabei außerdem etwas zusätzliches Movement Speed ganz kurz, was ganz nett ist. Macht aber nirgendwo Active Schaden. Also Passive natürlich durch die Auto-Attacks, aber du hast nicht irgendwie so ein Damage-Spell, ne? Dann geht's weiter mit der E. Die E erinnert mich so ein bisschen an Alva, muss ich sagen. Und zwar wirft sie nämlich so ein Wurzelding oder sowas. Tangle Barbs heißt es. Keine Ahnung, was das auf Deutsch sein soll. Auf jeden Fall wurzelt das und der letztgetroffene Champion wird ein bisschen länger gewurzelt. Das heißt, die genaue Beschreibung ist hier, wenn Tangle Barbs mindestens zwei Gegner, also auch Minions trifft, dann wächst es in Größe, Speed und Root Duration und der letzte Champion wird länger gerootet. Das heißt, wir sehen ja hier, zack, zack, also ich sehe jetzt nicht, dass es unbedingt größer wird, wenn wir ehrlich sind, aber man sieht auf jeden Fall, dass der hier hinten noch länger am Root ist quasi. Macht Schaden, ist cool, ist okay. Und damit kommen wir zur Ultimate, Pop Blossom. Erinnert mich ein bisschen an Riverdale tatsächlich. Ja, da gibt es ja auch, ups, jetzt haben wir es ein bisschen groß gemacht. So, Pop Blossom ist folgenderweise, kann man so ein bisschen vergleichen wie mit Pantheon, so grob. Pantheon, Galio, irgendwie sowas in der Richtung. Das heißt, es ist ein AOE-Spell, ja, so. Sie muss ihn anfangen zu casten, das macht sie jetzt, dann springt sie in die Luft, bekommt ein Schild und macht Schaden. Außerdem werden alle Gegner dabei geroutet, beziehungsweise sogar gestunt.
Ja, hier steht sogar Massively Damage. Also Massively, wenn schon Massively dabei steht, dann sie hat noch Tons of Damage beischreiben. Und es macht auch Tons of Damage. Guckt ihr das mal an. Na, meistens ist es so, dass die Champions keine Items haben. Das heißt, er hat nichts, sie hat nichts. Also in diesen Videos. Und dafür ist es wirklich super viel. Also, und das Interessante ist dabei, sie kriegt halt, wie gesagt, ein Schild und kann dabei laufen. Na, schon ein cooler Spell. Dann gucken wir uns mal ein kleines Video von ihr an. Ist, ja, ein bisschen gestellt vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Das heißt, wir sehen hier Rennington, ne? Da haben wir, er läuft jetzt hier in den Busch rein. Zack, jetzt nimmt sie die Form von Rennington an, castet ihre Ultimate, zack, und springt auf den Boden. Damage, Gegner ist tot. Fangen wir an, über diesen Champion zu diskutieren. Ne, wir gucken nochmal, es gibt, glaube ich, einen Frost-Skin außerdem. Ne, wir, ist ein bisschen groß hier. Ne, hier so Frost und so. Ne, super, super cute, ne? Ja, auf jeden Fall diskutieren wir. Wahrscheinlich wird es ein Midlaner, kann man grundsätzlich sagen. Was bei der Ultimate sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wenn sie eine Form annimmt, das heißt, nehmen wir an, sie nimmt die Form von Karma an und castet dann ihre Ultimate, wird der Initial, also erstmal wird ihre Form nicht abgebrochen, das heißt, sie wird nicht aufgedeckt, sie wird nur bei der Q und bei der E aufgedeckt und zusätzlich wird der Initial Cast nicht direkt angezeigt. Das heißt, man sieht nicht, wie sie da irgendwas zaubert. Ja, sie läuft einfach ganz normal so ein Champion und auf einmal kommt dieses Blumenzeug um sie rum. Baba badam, baba da bam. Na, ist eine ganz coole Mechanik, denn jetzt fängt das Ganze an. Bröseln wir den Keks auseinander. Und zwar Passive. Nehmen wir an, das ist ein Midlane-Champion. Gehe ich mal von aus, denn es könnte auch Support sein. Support, Midlane, so die Richtung. Midlane haben wir erstmal das Problem, unsere Passive bringt uns null. Naja, ich habe schon Lissandra das Rework sehr, sehr hart angekreidet, weil die Passive von Lissandra auf der Lane wirklich absolut gar nichts bringt. 0%. Nothing. Gar nichts. Ist super terrible. Und so ähnlich ist es auch bei dieser Passive. Das heißt, ich wüsste nicht, wie man diese Passive wirklich aktiv in der Lane verwenden sollte. Kannst du nicht. Auf der Botlane könnte man aber auch schwierig. Also ist wirklich ein Late-Game-Mid-Game-Passive, die im Early-Game kaum Impact hat. Außerdem hat das Ding natürlich einen Cooldown. Ihr könnt also wahrscheinlich nicht die ganze Zeit alle möglichen Formen annehmen und rumexperimentieren, sondern es wird wahrscheinlich so, ich sag mal, 3 Minuten Cooldown haben oder so. Vielleicht weniger, vielleicht mehr, wahrscheinlich scalend in diese Richtung. Ja, dann kommen wir zu der Q. Das Wichtige ist ja diese Mechanik. Ich denke, dass sie dadurch guten Wave klärt. Ja, das heißt, wenn du es einfach so reinwirfst, wie nochmal? Ach so, ich bin übelst, Leute, ich bin ein übelst netter, gut menschiger Herz, ein gutherziger Mensch. Alter, was habe ich gerade gesagt? Auf jeden Fall ist es so, ich würde niemals jemandem was Böses wollen, aber ich habe gerade einen so leckeren Döner gegessen, Alter. Der war so lecker und den werde ich gleich hier nach weiter essen. So, weiter geht's auf jeden Fall mit der Q. Das heißt, wir haben hier einen guten Wave-Clear-Spell, vorausgesetzt, einer der Minions ist low. Das heißt, ja, hier, ne, zack, zack, guter Wave-Clear. Ist nett. Man kann den Gegner damit auch poken. Man muss aber sagen, das Ding fliegt also es kommt drauf an. Es fliegt wahrscheinlich. Die Frage ist, man sieht nicht, wie viel Range das Ding hier hat. Ne? Also man kann es jetzt nicht auseinanderklamüsern. Ich denke mal, sie kann es von hier bis hier so werfen. Fliegt relativ langsam schnell. Muss man halt gucken. Die Frage ist halt, ob es auch distanzabhängig fliegt. Das heißt, wenn man es hier wirft, ob es genauso schnell bis hier ist. Ne? Oder ob es, wenn man es weiter wirft, immer länger braucht. Na, das Vel'Koz E zum Beispiel machst du es unter dir, es braucht genauso lang, als wenn du es 10 Kilometer wegwirfst. Als Wave Clear könnte das ganz nett sein. Schwierig ist natürlich hier, dass du das Problem hast, dass der Gegner, wie hier der Asi, einfach rauslaufen wird aus dem Folgedamage. Folgedamage ist ziemlich hoch, scheint ungefähr 50-50 zu sein. Kann man ungefähr, können wir nochmal gucken. Das heißt, die erste Instanz macht, ja, schon ganz ordentlich. Und dann nochmal, also man kann wirklich sagen, 50% sofort, 50% nochmal hinterher. Das Ganze kann man natürlich kombinieren mit Tangle Barbs. Na, das heißt, du wirfst dieses Ding auf den Gegner und es geht durch Minions durch. Das ist super wichtig. Erinnert mich ein bisschen an das Ezreal-Spell-Ding. Es geht durch Minions durch und dann wirfst du das Q drauf. Ist eine gute Kombo. Na, zack, da schön hinten drauf. Kann man mit leben und kann sogar mehrere Gegner routen. Kann sogar extrem viele Gegner routen. Also im Prinzip, Lux Binding kann nur 2 Gegner routen. Rein theoretisch, wenn jetzt hier 5 Gegner hintereinander stehen, könnte man wahrscheinlich auch 5 Gegner rooten. Was cool ist. Ziemlich cool ist das sogar. Das können wir also kombinieren. Kommen wir zur W. Das heißt, wir haben Basic Bonus Magic Damage bei jedem dritten Auto-Attack und zusätzliches Movement Speed. Das heißt, Items wie Nashors Zahn könnten eine Überlegung wert sein. Ob das jetzt wirklich so worth ist, muss man überlegen, aber es gibt einen Grund, der das wirklich worth machen könnte. Weil
Dieser Spell hat außer dieser Passive keinen Schaden. Das heißt, nehmen wir an, das ist wirklich ein Damage-Caster für die Midlane und du hast einen Spell, der 0 Damage macht, dann fehlt dir einfach Schaden. Na, da ist einfach ein bisschen ein Problem. So ähnlich ist das nämlich auch bei meinem Pyke Midlane, den ich in der Mitte spiele. Also du hast sehr viel Schaden über die Ult, aber du hast halt nichts über die W. Ja, und da fehlt einfach irgendwie so ein bisschen was. Und damit man das so ein bisschen mehr rausholen kann, kannst du halt eventuell sowas wie Nashos bauen. Vielleicht auch nicht, muss man sich mal mit beschäftigen. Dann hat man natürlich noch die Unsichtbarkeitsmechanik. Und hier muss man jetzt sagen, das wird unendlich tricky. Dieser Champion sieht super lustig aus, aber ich denke mal, es ist so ein bisschen so ähnlich wie die alte LeBlanc. Ich denke mal, sie wollten das Konzept, also von der alten, neuen alten LeBlanc. Ich hoffe, ihr wisst, welche ich meine. Na, sie konnte auch richtig krass täuschen. Na, die jetzige LeBlanc ist traurig. Tut mir leid. Die alte war, also die alte, neue alte, die war richtig schön. Du hattest 1000 Klons, du hattest da so, ist die Mehrzahl von Klons? Keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte man den Gegner richtig verarschen. Das ist jetzt wieder so ein bisschen mit dieser W, was ich cool finde. Aber du hast so insane viele Möglichkeiten. Aber um das jetzt auf die alte LeBlanc, die neue alte, zurückzubringen, du musst halt mit Gehirn machen. Weil wenn du mit der alten LeBlanc diesen Klon irgendwo auf die Map gesetzt hast, du konntest ihn ja überall auf die Map platzieren, dann musstest du richtig hart den Gegner outplayen. Und die meisten haben das nicht wirklich gut geschafft. Und ich denke, das ist halt ähnlich. Das ist ein cooler Spell, sieht nice aus, du hast Unmengen an Möglichkeiten. Aber die meisten Spieler werden das einfach nicht ordentlich nutzen können. Abgesehen als Escape. Als Escape ist das cool, aber du kannst es halt auch offensiv krass benutzen. Ja? Das heißt, du könntest irgendwelche Sachen machen, wo du irgendjemanden kopierst. Oder irgendwo, hatten wir noch ein Gameplay? Ich glaube, das war nur das eine Gameplay. Wo du irgendwelche Sachen kopierst und dem Gegner einfach hinterher rennst. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, möchte ich ehrlich sagen. Weil das Ganze kannst du natürlich kombinieren. Du kannst sagen, hey, du nimmst erstmal die Form von einem deiner Mates an. Dann kannst du sagen, du splittest dich und dann castest du nochmal die Ultimate. Das heißt, man hat super viele Klons, die da irgendwo durch die Gegend rennen und kann halt richtig krass den Gegner verarschen. Aber wenn du es halt nicht ordentlich machst und der Gegner den Durchblick behält, dann sieht man wahrscheinlich ganz klar, okay, da ist der Richtige, da ist der Falsche. Schwierig. Naja, vor allem habe ich mir in dem Video wird quasi klont Neko einen AD Carry. Und da habe ich mir gedacht, warum zur Hölle sollte man einen AD Carry klonen? So, AD Carries sind die, auf die jeder gehen will und die jeder one-shotten will. Du selber klonst den AD Carries und auf einmal gehen alle auf dich und wollen dich one-shotten. Richtig geil. Naja, das ist so, als wirst du in Teemo verwandeln. Jeder will dich verprügeln und kaputt machen. Geil. Aber natürlich macht das schon Sinn. Du kannst dich in den AD Carry verwandeln, dann machst du dir weh und auf einmal hast du 3 AD Carries. Ja, du hast dich, den Klon AD Carry und den AD Carry. Und dadurch kannst du dem AD Carry Zeit verschaffen. So ein Twitch. Stellt euch vor, da kommen auf einmal 3 Twitches irgendwo aus dem Busch. Ja, what the fuck. Wobei, den richtigen kann man wahrscheinlich an der Ultimate erkennen. Aber der erste Moment ist halt insane, ne? Also, ich finde den Champion richtig cool. Ne, man hört das vielleicht so ein bisschen bei mir auch raus. Ich habe richtig, richtig Laune auf diesen Champion. Ihr könnt mir übel gerne droppen. Wo kann man den spielen? Warum kann ich da spielen? Was habe ich übersehen? Was kann man vielleicht noch machen? Wie findet ihr den Champion? Ich würde mich freuen über eure Kommentare. Ich wünsche euch was, auf Wiedersehen und tschüss.